Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Karte Irgendwo Thüringen. Wir kalken jetzt weiter. Und gleich werden wir den Kalk Vorrat in unserem Silo auffüllen, damit überfahren wir das holen kann. Wir sind nicht ganz sicher, ob da jetzt Kalk drin ist, aber ich lieber mal das Flur reingefahren, mit der Hilfe. Wir starten ihn mal, hoffentlich haut er nicht wieder ab. Beginnt nicht gleich da, wo du soll. Also zurück. Und nochmal von vorne. Beginnt er gleich. Alles gut. Wir haben jetzt den Patch 1.4 drauf. Das ist nicht nur eine Karte, es ist das Hauptspiel von deinem. Und wir werden jetzt, hoffen wir mal, damit gut klarkommen. Was auffällt, ersten Blick, es ist dunkel. Es ist sehr dunkel. Wenn ich nicht gerade aussehen würde, hier auf Feld 38, würde ich sagen, okay, wir schlafen. Aber die Saat kommt, also die konvex, das heißt, wenn wir jetzt nur 8 Stunden schlafen würden, oder sogar länger, würde im Prinzip vielleicht zur Hälfte reif sein und die andere Hälfte wäre noch nicht zu sehen. Also müssen wir weitermachen, können wir einfach nur mal den Kalk in Kalkfarbe vorkommen lassen. Das heißt, wir müssen gleich auf den LKW springen, hoffen wir gleich finden. Und dann, das ist der Abfahrer für Raps. Das neue Kalkstreuer haben wir noch gekauft. Aber den fahren wir beiseite. Da können wir natürlich testen, ob der nun Kalk kriegen. 11.000, na gut. Oh, reinfahren lassen, ne? 11.000, dann müssten wir eigentlich gut hinkommen. Da werden wir gleich den anderen unterstützen. Wenn 11.000 drinnen ist. Kann ich jetzt minus 30.000 überlegt machen, dann müsste der andere noch mindestens 2 Fuhren rausholen können. 12.000, 30.000, ja, ja, ungefähr. Aber da wird er nicht weit gekommen. 2 Fuhren reichen der garantiert nicht. Also, was heißt das für uns? Trotzdem auffüllen. So. Im nächsten, sobald wir Zeit haben, ein paar Lichter aufbauen. Das ist jetzt Betrischer Deutz. Raufe. Unser LKW. Der befindet sich. Oh. Ah. Gut, voller Hafer. Wird kaum später. Haben wir jetzt keine Zeit für. Und das Silo ein bisschen Licht hat. Aber den haben wir voller. Geradeaus zu unserem Heizkraftwerk. Für Hackschnitzel. Aus der Kaufstelle. Aber das Hafer rein. Und jetzt gehen wir gleich bei und machen den voller Kalk. Damit wir hier für Cosplay. Da ist ja auch dunkel. Ja, noch nie so gehabt. Während der es nur auffüllt, können wir hier eine Lampe aufstellen. Eine kleine.
Das heißt, gehen wir ins Baumenü. Diverses. Ein paar Lichterchen aufbauen. Geht bei Licht an, bei Nacht an. So, ein bisschen drehen in die andere Richtung zu mir. Und da haben wir Licht. Aber auch Licht. Auch Licht. Ups, da war ja fast ein Silo. Hier drehen wir wieder. Können wir ein bisschen schlecht erkennen. Oh, hier. Hier ist die Wiese, ist gut. Von der Wiese ist okay. Wer nicht, vom Abreisen. So, da haben wir ein Licht, hier haben wir den Schatten. Da haben wir unseren Hof ein bisschen ausgeleuchtet. Bitte, gleich hell. Ja, und gerade günstig. Zeit, durch eine Zeitaufnahme. So. Gut, wir fahren mal einen anderen Kaffee auch noch im Hof zum Arbeit. Wenn wir den treffen. Der arbeitet noch zur Zeit. Ding ding. Noch einmal. Gut, eine ist mal außerhalb. Aber die Innensicht nicht ganz so dramatisch. Den kleinen Fahrtfeuer in Zukunft auf Düngerfeuer nehmen. Den müssen wir halt mal umrüsten. Pflegebereifen. Der Dünger meistens. So. Und hier, wie man schon sehen, ist schon noch gewachsen. Schön grün. Das ist mehr Licht, das weniger Licht. Aber die Weitsicht ist nicht so gut. Da ist es hier kalt. Wir müssen jetzt das Folgendes tun. Wir müssen jetzt einfach mal schauen. Ein Stückchen weiter vor. So können wir auf die Karte schauen, wo wir uns genau befinden. Ja, schon sehr weit. Das heißt, hier ungefähr in dem Bereich müssen wir hin und da auch wieder anfangen. Dunkel ist ungünstig, sag ich mal so. Ungünstig in der Beziehung, weil wir ganz schlecht sehen können, ne? Wo wir uns genau befinden. Aber mit Hilfe der Karte dürfen wir das hinbekommen. Oh, wie. So, ja, schon blüht schon und da ist. Ne? Das gibt drei Wachstumsstufen, sag ich dir. Das ist äußerst ungünstig. Man kann den Rand schon anfangen zu arbeiten. So. Kette erst mit dem Kalken. Das ist genau richtig. Das Kalken erst abschließen müssen und dann mit der Saat anbeginnen.
Und damit zwei Sämaschinen arbeiten. Einer von vorne und hinten. So. Aufgehen, ja. Das heißt, wir müssen den gleichen Kurs jetzt hier auch laden. Ja. Das heißt. Das heißt, die Pfeile laufen so, da müssen wir halt im Prinzip mittendrin dann wird noch einen Kurs anhängen für Überführung. Ja, wir gehen schon mal richtig und geht schon. Und den gleichen Anna überwachen, dass er nichts verkehrt macht. Da war sie nicht wieder verpisst. Beim letzten Mal. Aber wir haben gleich mal was reinknallen im Silo. Dürfen alle beide noch genug Kalk zur Verfügung haben. Kann allein machen. Wir müssen schauen. Was der richtig arbeitet. Das heißt, den wir jetzt bewachen. Der ist nämlich fast leer. Das heißt, Überwachung halt den Oblig schauen, ob er wirklich losfährt und sich wieder voll macht. Und wenn das geklappt hat, wenn, dann müssen wir gleich schauen, was wir beim Aussehen Maschine, die wir ja, für so ja gleich nachfüllen. Weil die irgendwie auch im Grunde fast leer. Und dann kann der gleich nacharbeiten. Und hinterher arbeiten, dass die Ausfahrt noch mehr reinkommt. Und dann noch nebenbei schauen, was der Raps halt macht. Prost. Für alle einen schönen Samstag. Erste Folge heute. Ich danke schon mal allen fürs Reinschalten. Scheint die richtige Richtung zu nehmen. Scheint, dass ich wissen. Ne? Der andere kommt gut voran. Aber wir passen trotzdem auf. Und der hat nämlich komplett keine Pflegebereitung, was im Grunde schon mal schlecht ist, sobald es noch eine Stufe mehr gibt. Ich kann es nicht ausschalten, ich habe den Mod drin. Die Wachstum. Ich möchte alle hier ein Wachstum. Jetzt. Mach es doch halt. Muss ich nicht verstehen. Dass er hier das nicht weitermachen soll. Oder geht es wieder auf Umfahrung? Ich weiß es nicht. Raus ist wieder. Der Arm ist bei 84%. Weil also, wo der Kursplay eigentlich keine Kursstation gibt. Das ist eine einzige gute. Gut, jetzt macht das richtig.
brauchen wir jedenfalls. Und jetzt können wir auf die Seemaschine, ob die voll ist. Wir brauchen noch 15 Minuten, dann ist die Folge auch zu Ende. Aber jetzt schauen wir mal, sehen, ob wir die Seemaschine nachgefüllt bekommen mit Dünger und Saatgut. Das ist nämlich ganz wichtig, weil Saatgut. Wir müssen da hinten gehen, klar, logisch, dann geht doch was. Hier wird es nämlich auch kriminell, seid mal ganz vorsichtig. Weil. Geht nämlich alles kaputt. Also, wir müssen in Zukunft. Wir brauchen noch eine zweite Maschine für die großen Felder. Ganz wichtig. Das sollte automatisch laufen. Aber darauf verlasse ich mich manchmal nicht. So, der andere ist gerade voll, damit wir gleich entgegenkommen. Da ist er schon. Zum Glück ist Rapsernte erledigt. Jetzt wäre die Saat jetzt im Arsch. Entschuldige für die Aufmerksamkeit. Oh, das ist nicht gut. Oh! Sprung, der Bursche. Faktor ist nicht so gut, weil er hat kein guten Wenderadius. So. Bisschen nachfüllen. Kein Kalk, aber Dünger und Saatgut. Dünger und Saatgut vor allem. Dünger brauchen wir auch. Ich will nicht ein bisschen Dünger, dass mir das jetzt versauen. Ich will keine Vision haben, und so Probleme. Nee, aber Stein. Jetzt geht's Akku rein. Kontrolle, Kalkfahrer, was die machen. Der fängt tiefer an und der kommt gut voran. Bin mir der von vorne. Ach nee. Ja, dann klappe ich von vorne bitte. Entweder das Traktor oder irgendwas ist dann gekommen. Ich hätte normalerweise da einen Fahren müssen wir aufgehört. Also komplett über den Acker fahren. Bis zu dem Punkt, wo er vorbei war. Das heißt, hier muss es irgendwann aufhören. Ich weiß nicht genau, ob er. Da schauen wir mal die Karte. Ja, da sind wir schon vorbeigefahren. Da ist gut Deutsch noch zurück. Aber zum Glück ist Karl gut zu erkennen, ne? Der Dünger wäre nachts schon. Unmöglich geworden, kann man sagen.
So. Traktor ist sehr stark beschädigt, da haben wir gleich reparieren. Sehe ich gerade. Da ist der John Deere. Dann gehen wir gleich alle durch. Das war der neue Düngersteuer. Die Gewichte haben zum auch ein Problem. Das ist ja Lage. So. Ich da angekommen. Sieht aus. Dürfte für beide reichen normalerweise. Der eine ist noch 17 voll, ist aber ein kleiner Anführungszeichen. Der andere hat noch 53. Sollte eigentlich reichen. Gut. Das heißt, wir beginnen mit der Aussaat wieder. Ein richtiges Fahrzeug erwischen. Das ist der LKW. So. Aber zumachen alles schön. So, haben wir das Kalten wahrscheinlich heute mal erledigt. Jetzt in Folge. Naja, gerade so. Das war der Rest in der nächsten Folge. Und dann werden wir zusehen, dass wir die Aussaat heute fertig kriegen. Also in der Nacht. Das Wachstum dann entsprechend. Wenn es kommt. Okay, so einfach den Punkt zu finden. Da ist die Ende, kann man sagen. Ausklappen, Junge, ausklappen. So, der ist Seemaschine reparieren. Seemaschine, Traktor, auch nicht so weit. So. Das ist ja auch nicht geladen, achso, ja gut. Der hat nur einen anderen Kurs geladen, Überführung, den müssen wir gleich löschen. Da müssen wir den Kurs laden, Aussaat, Feld 38. Überführung werden wir nicht machen, dann werden wir nicht fahren, jetzt. Aber wir hängen sie jetzt aber an. Zwei Kurse, richtig. Einstellen. Gut.
Karte gut auf. Oder ist die anders? Das sind die von Albion weg. Oder von der Saatform. Der Rest muss gut neu. So. Die wir mal unseren Kalkfeuer überwachen. Da ist schon. Das ist der Kleine, den wir überwachen. Der hat gerade mal 8000. Wo befindet er sich gerade? Dürfte fast erledigen. Wir machen da heute noch fertig. Auch wenn gleich piep piep kommt, dann machen wir noch fertig machen heute. Ne? Die Ausfahrt läuft auch. Dann können wir nebenbei schauen, was uns auf den anderen Feld erwartet. Da ist die Aussaat gedüngt. Müsste noch voll drin sein. Jo. Dann ist er noch dabei. Das heißt, die nächste Baustelle. Oh, da ist voll. Ah, gut, danach raus, das Dünger weg. Ob da gepflügt werden muss. Nee, muss zum Glück nicht und Kalk auch nicht. Das ist gut. So, liebe Freunde, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Zuschauen. Wir machen hier gleich weiter. Sonst wird die Folge so lang. Wollen wir nicht. Dann würde ich mich freuen, wenn ihr eine Stunde später wieder reinschaltet. Ihr seid auf Füßen wie in den Wind geht. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao, ciao.